Guten Tag. Hallo. Hallo, guten Tag hier von den Stromwerken. Spreche ich mit dem Herrn Sommer? Bin ich da richtig? Ja, richtig, hier die Sommer. Guten Morgen. Ja, schön, dass ich Sie erreiche. Also ich fasse mich auch kurz. Es geht um die Stromkosten bei Ihnen. Und meine Kümmern Sie sich auch Stromkosten? richtig. Sie kümmern sich auch selber um diese Sachen zu Hause. Ist das richtig, Herr Na, das Sommer? machen die Stadtwerke. Ich habe von Strom keine Ahnung. Ja, natürlich, Sie haben Strom bei den Stadtwerken, das Da. wissen wir. Aber Sie bezahlen die Rechnung, die Le Rechnung läuft über Sie, ist das so? Ja, das macht leider keiner für mich. Ja, ja, aber das, aber Sie bezahlen Strom, aber, also Ja, das läuft über Sie. muss ich ja, Okay. muss ich ja. Ja, natürlich, natürlich auch. Also es geht darum, dass die Preise nochmals gefallen sind in jeder Gefallen? Postleitzahl in Berlin, richtig, Strom günstiger? gesunken. Strom und Gas. Deswegen haben Sie jetzt Was? auch die Möglichkeit, weniger für Strom zu zahlen. Wie kommt Wir es denn, wollten dass da. das günstiger wird? Das wird doch sonst immer teurer. Ja, aber jetzt sind Sie in dieser Postleitzahl, also in Berlin. Vor ein paar Monaten sind Sie nochmal gefallen. Und Ah. deswegen hat man auch günstigere Tarife vorliegen. Wollten wir nur kurz überprüfen, ob Sie auch in der Möglichkeit sind, also Geld einzusparen. Oh, das Was ist ja zahlen toll. Sie denn jetzt zurzeit für Strom, Herr Sommer? Ich zahle, ich glaube, sowas 75 Euro ungefähr. 75. Ich nehme mal an, zwei oder drei Personen im Haushalt. Zwei mit meinem Kumpel. Okay, super. Und sagen Sie mal, was den Verbrauch betrifft. Da. Verbrauchen Sie da schon Ihre 2000 Kilowattstunden aufs Jahr gesehen? Kommt das so hin? Oh, wenn Oder ich. sind Sie da eher sparsamer? Wenn ich das jetzt wüsste, also sparsam bin ich auf keinen Fall. Wir haben Kamera, wir haben Webcam, wir haben Mikrofon, wir haben Leinwand, wir haben Ghetto-Bassbox. Also wir Ja, haben vier. Sie haben schon viele Geräte. Wir haben viel Technik. Okay. Also zwei Personen verbrauchen im Durchschnitt höchstens um die 2000 kWh. Ist das Also wenn so? Sie auch ganz normale Hausgeräte haben. Also haben Sie vielleicht eine Rechnung, Herr Sommer, wo Sie kurz reinschauen könnten von den Stadtwerken? Ich müsste gucken, wo habe ich das hingelegt? Wie viel Ja, günstiger wird das denn? legen Sie mich kurz zur Seite. Also mich einfach mal zur Seite legen, eine Rechnung raussuchen. Also wir können uns natürlich keine Zahlen ausdenken. Ja, das ist klar. Ich nehme sie mal mit. Ich habe hier so einen Ordner, da ist mein ganzes Zeug drinnen. Einen Moment bitte. Ja, nur langsam. Also ich habe Zeit für Sie. Ja, haben Sie Zeit für mich? Das ist schön. Ja, natürlich. Also ich bin für Sie auch zuständig. Ach so, so Sachbearbeitung. Bitte? So Sachbearbeitung. Richtig, also ich bin für Ihre Postleitzahl in Berlin zuständig. Also Ach somit so. auch für Sie. Ich verstehe. Ihr Stromverbrauch. Nee, das ist Das sind von die Berlin. Stadtwerke bei Ihnen, ja? Ja, das ist richtig. Das ist aber von 2 Jahren. Ich Okay. muss das mal alles sortieren. Das ist schrecklich. Aber wann braucht man das auch schon mal? Das ist ja eigentlich nicht so. Ja, man muss auch das regelmäßig überprüfen, denn als Bestandskunde, jetzt in diesem Fall bei Okay. jedem Versorger, Sie werden von Jahr zu Jahr mehr und mehr zahlen. Also das ist der Grundversorger, das ist der lokale Versorger bei Ihnen. Und die Grundversorger sind im Prinzip immer teurer, Herr Okay. Sommer. Und länger als 2, 3 Jahre bei einem Anbieter kann gar nicht gut sein. Also dauerhaft bei einem Versorger kann gar nicht gut sein, denn Sie werden nach den 2, 3 Jahren von Jahr zu Jahr mehr und mehr zahlen. Das ist einfach so gesetzlich. Deswegen Wie ist das? wechselt man auch regelmäßig, denn als Neukunde bekommen Sie immer bessere Preise. Wie, wenn ich jetzt Natürlich. länger bei einer Kunden bin, dann wird teurer? Richtig, das ist so. Man hat die Preissicherheit für 2, 3 Jahre. Was passiert nach den 2, 3 Jahren? Die Preissicherheit läuft aus. Man ist Bestandskunde. Man hat nicht mehr diese Preise, die man auch am Anfang hatte. Okay. Denn kein Anbieter verspricht Ihnen, dass Sie ein Leben lang jetzt diese 75 Euro zahlen werden, Herr Sommer. Ja, Das das ist ist ja einfach klar. gesetzlich so richtig. Die EEG-Umlage steigt, Steuern steigen, der Strom erhöht sich, also die Kosten erhöhen sich nicht nur beim Strom, also bei allem hier. Moment, Sie haben doch gerade gesagt, es wird günstiger. Jetzt sagen Sie, wird teurer? Nein, nein, nein. Ich sag, nach 2, 3 Jahren, wenn man länger bei einem Anbieter ist, erhöht sich das. Verstehen Sie? Oh, ich Aber verstehe. jetzt haben Sie eben die Möglichkeit, weniger zu zahlen. Jetzt haben Sie wahrscheinlich liegen auch für Sie günstigere Tarife vor. Wollten wir nur kurz mit Ihnen auch zusammen Da, also überprüfen. das sieht hier ganz gut. Ich glaube, dass mir. Ja, das ist das. 2316 war das letzte Jahr. 2300.
16. Okay, ich stoße einfach mal auf 2400, ich runde das einfach mal auf. Okay, dann teurer? Ich persönlich, also auch mich und meine Kunden, meine Bestandskunden, meine neuen Kunden, stufe ich absichtlich ein bisschen höher. Immer 100 oder 200 kWh, denn es kann sein, dass sie natürlich ein bisschen mehr verbrauchen im Sommer. Ja. Kann sein, dass sie Besuch bekommen, vielleicht neue Geräte anschaffen, ein bisschen mehr verbrauchen. Deswegen ist es besser, immer 1-2 Euro mehr im Monat zu zahlen, als später was nachzuzahlen am Ende des Jahres. Was sie nicht verbrauchen, kriegen sie nochmal am Ende des Jahres zurückerstattet. Okay. Ist natürlich auch bei jedem Versorger so. Also ich prüfe hier kurz. Also ich habe sie jetzt einfach mal auf diese 2400 hochgestuft. Für diesen Verbrauch hätte ich hier zwei prämierte Tarife, die auch deutlich günstiger für sie sind, ja? Zwei Premium-Tarifen? Prämierte Tarife, also Sondertarife. Wieso Sondertarife? Ja, das sind Preise, die man absichert, die man reserviert für die Kunden, die sich auch ändern. Also das sind sie eben diese prämierte Tarife, wo sie die Möglichkeit haben, viel Geld einzusparen. Denn Sondertarif, richtig, Sondertarife gibt es nicht jeden Tag. Ach so. Wissen Sie auch selber, wenn Sie in den Supermarkt gehen, gibt's dann mal eine Aktion, ich weiß nicht, für einen Saft, kostet der Saft den Tag, ich weiß nicht, 1 Euro, 2 Tage zuvor kostet er 2 Euro. Also haben Sie auch. Wo ist der Saft gerade so günstig? Das sage ich nun, also ist auch. Schade, ich dachte, jetzt kann ich mal günstig Saft kaufen, weil der Saft wird ja auch immer teurer. Ja, können Sie natürlich auch immer überprüfen. Also es gibt viele Geschäfte natürlich hier auch. Wirklich? Also, ja, natürlich. Also ich vergleiche immer. Ist auch besser so. Ich vergleiche immer. Okay. Wieso also etwas bezahlen, also wieso für etwas selbes mehr bezahlen, als man sollte. Das ist auch so wie beim Strom. Natürlich. Strom ist bei jedem Versorger gleich. Was sich da eben unterscheidet, ist der Preis. Da. Also ich habe hier einen Tarif, wo Sie auch einsparen würden. Das ist ein Ökostromtarif, also wo Sie Naturstrom auch bekommen würden. Ja, muss aber nicht sein. Wenn das andere günstiger ist, nehme ich das auch. Ja, das ist auch günstiger. Das ist zurzeit das günstigste. Also ich bin nicht ein direkter Anbieter, wo ich Ihnen sofort so mein Tarif, meine Angebote aufdränge, aufschwatze oder vorschlage, sondern das ist der günstigste zurzeit für Ihre Postleitzahl. Den günstigsten suchen wir immer für die Kunden raus. Wir sind etwas wie Check24 oder Verivox.de, nur dass wir hier Gesamtpakete haben, über 150 Tarife hier. Der Anbieter heißt... Wie viele Anbieter haben Sie? Ja, zurzeit über 100 hier im Portfolio stehen. Okay, die auch und potenziell Sie können bei 100 Leute gucken? Ja, also ich bin heute für Berlin, also für jede Postleitzahl zuständig, habe ich schon Tarife, die deutlich günstiger sind für die Kunden. Natürlich schlage ich das auch vor, wenn es vom Vorteil für sie ist. Da. Jetzt ist es vom Vorteil, also der Anbieter heißt Wien Energie EG, wo sie monatlich brutto 63 Euro zahlen würden. Also das ist schon ein Unterschied von 12 Euro im Monat. Aber wenn man das... Ja, das ist auch schon ein Unterschied. Wenn man das zusammenrechnet, das kommt so aufs Jahr gesehen um die 144 Euro Ersparnis, Herr Sommer. Das ist schon eine ganze Menge. Sie haben gesagt, richtig, Sie sind für Berlin zuständig. Wo ist denn Ihr Büro in Berlin? Also nein. Wir sind die Energieberatungsstelle, wir sind bundesweit unterwegs. Ach, ist das staatlich? Wir sind aus Leipzig. Richtig. Richtig, also wir sind eine Energieberatungsstelle, wir sind kein direkter Anbieter. Wir arbeiten mit mehreren Anbietern zusammen. Staatliche Energieberatung, ich verstehe. Also aus Leipzig, Herr Sommer. Aber das ist ja auch gar nicht so weit weg. Wollen wir mal Kaffee trinken? Nein. Können wir auch mal machen, wenn ich in Berlin bin. Ja, ich kann auch kommen, ich kann mich auf Halle setzen und rüberfahren. Ja, können wir auch so machen. Ja, gib mal Handy. Erstens regulieren wir Strom, Herr Sommer, dann schauen wir nach später, ja? Ne, erst der Spaß, dann die Arbeit. Ne. Richtig. Erstens die Arbeit, dann kommt der Spaß, Herr Sommer. Ach so, der Spaß kommt dann, verstehe. Nein, Sie verstehen mich falsch. Also erstens die Arbeit, dann können wir nochmal quatschen. Da. Also, wie gesagt, der Anbieter heißt Wien Energie EG.
wo sie monatlich diese 12 Euro einsparen würden. Was sie hier auch bekommen würden, ist eine Festpreisgarantie von 24 Monaten. Also sie hätten diese Preise fest für 2 Jahre, so Preissicherheit ebenfalls über 2 Jahre. Nach den 2 Jahren bin ich nochmal in der Leitung bei Ihnen, damit wir prüfen, ob wir Ihren Tarif nochmals optimieren können. Denn Sie wissen, hier habe ich Ihnen auch vorhin erwähnt, Preise ändern sich. Durch die EEG-Umlage, durch die Steuern erhöhen sich die Preise nach 2, 3 Jahren. Danach, den 2, 3 Jahren, bin ich nochmal in der Leitung, damit wir prüfen, ob es noch günstiger für Sie geht, was das Wichtigste ist. Was Sie hier auch bekommen würden, ist eine kleine Versicherung sozusagen, ist alles mitberechnet, ist alles also brutto. Diese Preise sind brutto, inklusive Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, Arbeitspreis, Grundpreis, ist alles mitberechnet, Herr Sommer. Sehr gut. Das ist auch das Wichtigste, also, und was Sie hier auch bekommen würden, ist ein Energieratenschutz. Ich betone immer, Energieratenschutz, ich erkläre Ihnen das kurz. Ich betone, ich sage immer auch, Gott bewahre natürlich, aber falls Sie nicht irgendwann mal in der Lage sind, die Rechnungen vielleicht zu bezahlen, die Stromrechnungen, würde die EWIN, also dieser Anbieter, für Sie für 6 Monate lang auch die Rechnungen übernehmen. Später. Sowas brauche ich nicht, ich habe genug Geld. Okay, aber das bekommen Sie inklusive. Ja, das muss ich ja bezahlen, das will ich ja nicht haben. Ja, das ist mitberechnet in den monatlichen Abschlag. Ja, dann müssen Sie das rausrechnen. Ich bezahle doch nicht für eine Versicherung, die ich nicht brauche. Okay, dann rechne das aus. Okay, dann wären das im Monat 66 Euro. Ist immer noch ein Unterschied. Warte mal, Herr Sommer. War weniger. Richtig, aber wegen dem Energieratenschutz. Warte mal, wenn ich diesen Schutz rausnehme, muss ich mehr bezahlen, als wenn ich den Schutz drin lasse und für den Schutz bezahle? Das ist ja wie in Nordkorea bei euch, Leute. Was ist da los? Herr Sommer, das sind verschiedene Tarife. Dieser Tarif, wo Sie den Energieratenschutz haben, heißt der Wien Lifestyle. Wo Sie auch einen günstigeren Arbeitspreis haben, wo also, Sie den Energieratenschutz bekommen. Rechnungen nicht bezahlen gehört also zum Lifestyle bei euch, ich verstehe. Sehr seriös. Das ist nicht mein Anbieter. Also den Anbieter vermittle ich nur. Schlage ich vor. Das ist nicht mein Anbieter. Für den Anbieter arbeite ich nicht. Ich arbeite für die Stromwerke. Ich bin Energievermittler. Ich schlage Ihnen gerade vor, also ich kenne natürlich, also nicht alle Details, aber ich kenne vieles über die EWIN. Also ich muss auch vieles über die Anbieter auch wissen. Ja. Also, wie Zum gesagt, Beispiel, der Anbieter... Welcher die höchste Provision bezahlt, oder? Also zurzeit bekomme ich, also von diesem Gespräch habe ich nichts. Ich erkenne auch den Ablauf. Erstens, wenn Sie sich dafür entscheiden, Sie würden erstmal, dass Sie sich selber davon überzeugen, Unterlagen nach Hause bekommen. Da. Erst wenn Sie sich dafür zu Hause entscheiden, dann habe ich auch was davon. Also ich kriege jetzt so ein Angebot quasi bei Post. Sie würden erstens, Herr Sommer, diese Preise nach Hause zugeschickt bekommen. Das wären dann reservierte Preise für Sie, habe ich Ihnen auch gerade erwähnt. Ja. Denn das ist auch kein Angebot, denn wenn ich Ihnen ein Angebot zuschicken würde, Sie kommen erst nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten wieder drauf zurück. Die Preise haben wir leider vielleicht nicht mehr. Deswegen reservieren wir die Preise immer mit der Stromzählernummer und mit der Vertragsnummer von Ihren Vorlieferanten. Die Unterlagen würden Sie bekommen in 7 bis 10 Werktagen höchstens. Und wenn die Unterlagen erst bei Ihnen ankommen, Sie haben nochmal nach Posteingang, 2 Wochen Zeit, sich das alles anzuschauen, sich davon selber zu überzeugen, überprüfen, ob alles natürlich auch stimmt. Falls auch alles passen sollte, Sie schauen sich das alles an, die Preise sind super, nur die Unterlagen behalten, diese 14 Tage auslaufen lassen, dann würde die EWIN alles bei den Stadtwerken auch später übernehmen, was die Umstellkosten, Anmeldung, Abmeldung und so weiteres betrifft. Sie müssen sich also um nichts kümmern. Aber falls nicht alles passen sollte, muss ich natürlich auch erwähnen, aber ich bin mir sicher, Sie werden sich nochmal von den Preisen überzeugen. Dann nur kurz Bescheid geben, dann wäre die Sache automatisch auch für Sie erledigt. Und jetzt kriege ich Handynummer. Von mir oder wie? Ja, natürlich, wir müssen doch Kaffee trinken oder Wodka. Herr Sommer, ich bin verheiratet. Das ist mir doch egal. Ja, mir ist das nicht egal. Muss ich Sie enttäuschen? Das gibt's doch nicht. Man sagt immer, Appetit hat man sich unterwegs, gegessen wird zu Hause, blöd.
Muss ich auch ehrlich natürlich sein, Herr Ja, Sommer. aber dann muss man Muss aber ich. auch so ehrlich sein, den Leuten zu sagen, dass sie schon einen Vertrag nach Hause kriegen. Du hast sehr geschickt das Sie Wort Vertrag vermieden. bekommen keinen Vertrag. Sie Natürlich bekommen bekomme ich erstens. einen Vertrag. Du hast gesagt, Ich ich kriege erkläre eine das kurz. reservierte Preise. Du kannst mir das wieder erklären, du erzählst mir das wieder nicht richtig. Ich kriege jetzt einen Vertrag nach Hause, der Sie rechtskräftig bekommen. wird, wenn ich den nicht Sie. innerhalb von 14 Tagen widerrufe. Das ist korrekt, aber Ja, also. das sind keine direkten Vertragsunterlagen, das sind erstmal reservierte Preise in einer Form einer Auftragsbestätigung, wo Sie nochmal 14 Tage Widerrufsrecht haben. Ja, Erst wenn Sie sich Widerrufsrecht, in diesen Vertrag. 14, erst wenn Sie sich in Jetzt diesen schrei mich nicht 14 da an, Tagen, Suka. ich schreie Sie nicht an, erst wenn Sie sich in diesen 14 Tagen dafür entscheiden, dann, nach diesen 2 Wochen, bekommen Sie Vertragsunterlagen, wo Sie auch unterschreiben, wo Sie Einzugsermächtigungen durchgeben und so weiter, Und was Herr passiert, Sommer. wenn ich das einfach liegen lasse und gar nichts mache? Ja, dann übernimmt sie die Wien. Dann werden Sie automatisch übernommen. Na also, dann ist das doch ein Vertrag. Lüg mich doch nicht an hier. Das ist das ist kein Kundenfängerei, was ihr direkter. macht. Das ist Ich, Kundenfängerei. Herr Sommer, ich will meine Arbeit bei Ihnen machen. Sie haben die Möglichkeit, weniger zu Ja, zahlen für komm Strom. her, mach Wenn deine Sie das Arbeit. nicht. Ja. Dabei. Blair. Ah, oh, diese miesen Leute.